sieht sie aus, die Atacama-Wüste. Ganz schön trocken. Und hier ist nichts. Nicht mal mehr ein Busch oder ein Kaktus. Kein Leben. Auf den Kamm zu fahren, vielleicht sehen wir von da oben und dann an die Küste oder zumindest auf den Hochnebel. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. So wie auf dem Mond, Emil, oder? Außer, dass es auf dem Mond nicht das da gibt. Dieses gigantische Nebelmeer. Aber ich will Picknick machen. Ich will Picknick machen. Wir machen gleich ein Picknick auf dem Dach. Auf dem Brummidach? Ja. Was? Wir stehen jetzt hier oben in dem Hochplateau mit einer exorbitanten Aussicht. Aber man muss hier schon auch die Einsamkeit ein bisschen als Gefahr im Auge behalten. So ein Breakdown mit dem Auto wäre hier nicht so zu empfehlen. Landschaft. Echt faszinierend. Tino, was haben wir gestern gesehen, als es dunkel geworden ist? Eine Sternschnuppe. Und was war da am Himmel? So über den ganzen Himmel rüber? Überall Sterne.
Sag's nochmal. Die Milchstraße. Hast du die jemals schon vorher gesehen? Ich auch nicht. Erste Mal in deinem Leben? Nein. Ja, die trockene Luft heißt auch, dass hier der Glas der Abendhimmel der Welt ist. Und es ist echt so, über die Hälfte aller Teleskope der Welt stehen hier in Chile. Weil in der Atacama-Region ein unfassbarer Sternenhimmel ist. Wir hatten da gestern eine Show, oder? Kinder haben zum ersten Mal so einen richtig tollen Sternenhimmel gesehen, oder? Was glaubt ihr, wie viele Sterne gibt es? 1000 Sterne. Mindestens. Da sind Sterne in der Milchstraße. Was ist die Milchstraße, meint ihr? Was ist die Milchstraße? Aus Sternen. Genau. Ein großer Sternenhaufen. Und weiß wie Milch? Deswegen heißt die auch Milch. Du kannst nichts essen. Guck. Sternenmilch. Hast du auch eine Sternschnuppe gesehen? Nein, keine einzige. Und ich habe mir nichts gewünscht, weil ich hatte keine Sternschnuppe gesehen. Aber ich habe 5 gesehen und eine schenke ich dir. Okay? Nein. Gilt's nicht? Wir sehen noch viele, Emil. Wir müssen probieren es heute nochmal, okay? Wieder in den Himmel schauen. Wir sind noch ein bisschen hier. Es sind so viele Sterne hier für alle. Trocken, hm? Hast du Durst? Oh, das ist die trockenste Wüste der Welt, oder? Das ist wirklich die trockenste Wüste der Welt, weißt du, Emil? Ja. Manchmal, an manchen Orten hier regnet es 10 Jahre lang überhaupt nicht. Stell dir das mal vor. Vielleicht hier regnet es ja auch mehr. Wo, in einem Wald, wo es Quellen gibt. Vielleicht. Ja, man merkt es auch förmlich, es brennt in den Augen. Die Luft ist so trocken. Und man hat ständig Durst, gell, Tino? Es ist schon sehr, sehr, sehr trocken. Also beim Trinken verdunstet das Wasser sofort auf den Lippen. Schleim heute. Aber es gehört in der Atacama wahrscheinlich so. Ich habe mir so eine Jacke auf. Außerdem gibt es hier nur Steine und ein bisschen Sand. Ich war mal eine halbe Stunde hier laufen, weil länger hat es meinen Wasservorrat nicht gemacht. Und ich habe wirklich einen blühenden Busch gefunden. Es war aber der einzige hier weit und breit. War schon erstaunlich. Also es gibt doch den einen oder anderen Nischenkämpfer, der sich hier Überlebensräume schaffen kann. Die Wüste lebt. Aha. Die gibt auch keine Supermärkte. Drauf. Gut.
große Teile der Atacama-Wüste sind ja erodierte Schotterflächen. Gibt es aber dann Bereiche mit ganz feinem Staub, wie Mehl. Das kann man sich so kaum vorstellen, wenn ein Fahrzeug durchpflügt und dann hat man eine Staubwolke hinter sich, wie man sie sonst nicht kennt. Der Albtraum. Ich bin kotzen echt.